Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Soccer Kings. Heute bin ich unterwegs in Zagreb. Ich war in Zagreb unterwegs und ihr seht jetzt hier den kleinen Vlog. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Hauptbahnhof und dann sehen wir uns in Zagreb. Und was soll ich sagen? Zagreb ist die Hauptstadt von Kroatien, das wisst ihr hoffentlich. Und ich will nicht gerade viel rumreden. Wir fahren hier gerade noch auf der Magistralstraße, also in der Auftaktstraße Richtung Hauptbahnhof. Und wir sehen uns in Zagreb in der Hauptstadt von Kroatien, Tel Aviv. Und ja, wir sehen uns in Zagreb. Wie oft habe ich jetzt Zagreb gesagt? Ich weiß nicht. Ich will nicht rumreden. Viel Spaß mit dem Video bei Soccer Kings. Ja, wir sehen uns. Bin ich hier gerade am Hauptbahnhof rausgekommen und wir fahren noch Straßenbahn. Und das hier ist der, ich glaube, der Türk Kralja Tomislava. Wir gehen jetzt Richtung Türk Bana Jela Cica. Und was soll ich dafür viel zu sagen? Bis jetzt gefällt mir Zagreb ziemlich gut. Ist ein wenig an die Städte von Österreich angelehnt, das merkt man. Hat einen kleinen österreich-ungarischen Touch und sieht nicht so wie andere kroatische oder jugoslawische Städte aus. Das muss ich einfach mal so zugeben. Auf jeden Fall, wir gehen Richtung Strossmayerer Türk. Also da befinden wir uns gleich oder jetzt. Ich bin ja nicht so bekanntlich gut in Zagreb, kenne ich mich nicht allzu gut aus, auf jeden Fall besser als die meisten sich in ihrer eigenen Stadt auskennen. Auf jeden Fall, wir sehen uns bei Türk Bana Jela Cica in der Altstadt. Bin ich hier in Zagreb, die Hauptstadt vom HR. Wir fahren sogar Straßenbahn. Ungewohnt für den Balkan. So, let's go. Also hier, Türk Bana Jela Cica, der bekannteste und größte Platz von Zagreb. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg Richtung Kathedrale in die, ich glaube, das ist die Donji Grad. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie gesagt, ich bin kein Zagreber. Auf jeden Fall, es gefällt mir ziemlich gut. Es hat ein, ja, ein europäisches Flair. Es ist nicht so wie in den anderen Städten. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen wir, andere Hauptstädte vom Balkan vergleicht, sagen wir Sarajevo. Das ist ja eine Brücke zwischen Orient und Okzident, aber während Zagreb definitiv nicht so ist. Da sieht man die Kathedrale Maria Himmelfahrt. Da liegt auch der Kollege Alojzie Stepinac begraben, wenn ich mich nicht ganz entirre. Eine viel, ja, eine vielbesuchte Stadt, kann man sagen, nur zu Zagreb. Viele Touristen, auch aus anderen Kontinenten, zum Beispiel aus Asien. Jetzt sieht man einige Touristenstände und da oben sieht man die Kathedrale mit der Festung oder ich weiß nicht ganz genau, was da für ein Gebäude ist. Und da ist auch noch ein Brunnen, wie man sieht.
Ja, ganz schön. Ich würde sagen, mit diesen letzten Eindrücken verabschiede ich mich hier aus Zagreb von Miyasuke Kings, dem besten Vlogger. Auf jeden Fall, ich muss dazu nicht mehr sagen, wir sehen uns irgendwann. Tschö, auf Wiedersehen, Jungs.